Wie geht's dir denn jetzt? Nicht so gut. Ein bisschen Hustensaft, komm mal. Also man will einen Raum bereiten, wo das Kind auch krank sein darf und wieder genesen kann. Es muss nicht sein, dass man 12 Stunden bei dem Kind sitzt und spielt und vorliest. Aber dieses, da ist jemand, den es interessiert, dass es mir gerade nicht so gut geht. Ich finde es dann auch schön, wenn man ihnen irgendwie was zum Essen machen kann, was sie mögen, wo man sich vielleicht einbilden kann, dass sie das schneller wieder auf die Beine bringen. Meine Mutter hatte da vielleicht schon öfter, dass sie nachgefragt hatte, magst du das, magst du Tee, soll ich das machen, soll ich das Fenster aufmachen? Ich wollte eher immer in Ruhe gelassen werden dann. Es gibt Gründe, dass er krank ist, entweder weil eine Erkältungswelle rumgeht oder auch, also dass Kinder zu stark aufgefordert werden. Und dann der Körper auch sagt, jetzt ist es mal gut, dass er zur Ruhe kommt auch. Und ich bin davon überzeugt, dass Kinder in der Krankheit lernen. Also sie gehen eine Krise durch, eine körperliche Krise, aber irgendwie macht der Geist damit. Und wenn sie das gut durchstanden haben, dann wachsen sie daran. Ich weiß nicht, ob Krankheit was Gutes hat. Vielleicht, wenn es dann um einen Zusammenhalt geht oder dass dann Familien bei der Krankheit wieder zusammenfinden. Ich muss es nicht alleine tragen. Du trägst es hauptsächlich und du begleitest mich, dass ich zum Beispiel für ein erkranktes Familienmitglied auch Segen sein kann. Und alles andere kann ich irgendwie abgeben. Krankheit ist etwas Wichtiges, etwas ganz Menschliches und etwas, was man nicht tabuisieren sollte oder wegreden sollte oder als Schlechtes empfinden sollte.